Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe hier einen ganzen Korb von Sachen, die ich getestet habe, wo ich schon etwas sagen kann, damit ich sie einfach verräumen kann, weil ich wollte sie nicht einfach so benutzen und einfach in die Schublade stecken, ohne euch so eine kleine Review zu geben. Manche Produkte habe ich tatsächlich schon ein paar Mal benutzt, ein paar nicht. Ich müsste auch dringend ein Schminkkörbchen drehen und ja, genau. Zum einen könnte ich euch ja schon mal was sagen zu den 506er Pinseln von Morphe. Die habe ich gerade heute zugeschickt bekommen, weil ich sie gekauft hatte bei einer. Bei der Steffi im Beauty Sale. Sie hat sie gar nicht benutzt gehabt. Das sieht man auch, weil sie noch relativ spitz sind. Denn wenn man sie benutzt, werden sie ziemlich flauschig, was ich nicht so gut finde. Dann sehen sie ungefähr so aus. Das ist dieselbe Nummer. Ich musste gerade nochmal nachgucken. Ihr könnt es erkennen, wenn das zu flauschig ist, dann einfach Klopapier drum, wenn es dann trocknet, dann geht's und hält es gut zusammen. Ich finde, die sind super geeignet, um am unteren Wimpernkranz zu arbeiten, um irgendwelche Feinarbeiten zu machen oder, ja, was kann man noch mit dem machen? Eigentlich bin ich dabei auch im Innenwinkel mit dem am Arbeiten, weil ich habe den heute Morgen jetzt auch benutzt im Innenwinkel, fand den super und ich liebe den. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, 5 oder 6, 7 Mal da jetzt. Und ich liebe ihn nach wie vor. Und ich würde, wenn ich meine Top-Pinsel, bald habe ich meine Top-Pinsel, denke ich, zusammen, ein Top-Pinsel-Favoriten-Video machen, was ich derzeitig so liebe und was sich so geändert hat und sowas. Ich denke, das ist immer ganz spannend, weil das ändert sich ja auch und ist auch geschmackstechnisch. Ja. Dann haben wir, ich mache das jetzt einfach, ich hole es einfach raus, denke ich, und mache es gar nicht so Kategorie für Kategorie, denn der ganzen ihr seht, der Haufen ist eigentlich nur zusammen. Ich versuche es beisammen zu halten, aber ich denke nicht, dass das funktioniert. Okay, wir sind jetzt bei der Lippenpflege. Ich mache jetzt mal Lippenpflege. Ich hoffe, da kommt nichts entgegen. Dann haben wir den 05 Pushet Punch oder sowas von Clinique. So sieht er aus. Das ist ein Chubby Stick, kann man so sagen, und hat eine sehr intensive Farbe, der super zu meinem Lip Liner gepasst hätte, aber ich mag diesen Fokus. Ich muss sagen, die 05 von Clinique ist das, glaube ich, genau. Ist super schön cremig, nicht so aufdringlich und gar nicht so glossy, muss ich sagen, sondern eher zurückhaltend matt. Ich könnte das hier mal hier abnehmen, dann wäre ich nicht ganz so glänzend. Ich finde den super. Ich habe also andere Farben von, sage ich mal, so Chubby Sticks. Ich mag sie ganz gerne, weil man sie einfach auftragen kann, ohne großartig drauf zu achten, wohin jetzt. Weil er halt eben cremig ist und ja, ist eine sehr, sehr schöne Lippenpflege in getönt, sag ich mal. Finde ich cool, mag ich super gerne. Dann habe ich bekommen die Vibrant Mandarin 914. Ein super schöner Sommerlippenstift. Der sieht so aus. Super knallig, super orange. Ich liebe diese Töne im Sommer. Und wie gesagt, das ist von Maybelline aus dieser Reihe. Leider weiß ich nicht, ob Essence so knallige Lippenstifte hat, weil ich eigentlich an der Theke immer vorbeigehe an Lippenstiften, weil ich eben eigentlich so viele habe. Den feiere ich aber absolut. Der ist so geil. Den feiere ich einfach und kann ich euch ans Herz legen. Auch der hat sich super geschmeidig aufgetragen. Ist auch so eine Art Lippenpflegestift, sag ich mal. Weil es eher so eine cremige Konsistenz ist und nicht so ganz furztrocken matt wie jetzt MAC zum Beispiel aus den Matten. Ich finde das doch sehr lippenzerrend und ja, ich mag lieber sowas. Dann habe ich von Alverde die Lip Cream. Das ist etwas, was ich jetzt sagen würde. Das ist diese Farbe hier. Auch wunderschön alltagstauglich. Das ist die 30 Intensive Blackberry. Intensive Blackberry. Und ich muss sagen, der riecht sehr, sehr lecker nach Rose. Was mir überhaupt nicht ja, unangenehm ist oder sowas. Ich mag den Geruch eigentlich sehr gerne. Ist ein super schöner Alltagsgloss. Ihr seht, der ist nicht matt, also das ist keine Lippencreme. Das ist ein flüssiger Lippenstift, Punkt. Also wenn ich den jetzt zum Beispiel auftrage, er ist einfach, er bleibt auch flüssig. Ich mag den sehr, sehr gerne, wenn ich den mal aufbrauchen
würde ich ihn tatsächlich nachkaufen, weil ich den echt gut finde. Und kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr Naturkosmetik-Fetischisten seid. Es riecht nicht unangenehm nach Naturkosmetik, sondern eher so rosig-blumig. Es ist in Ordnung, sage ich mal, für die Naturkosmetik. Dann habe ich noch einen Lippenbalsam, und zwar Lip Balm Rosé von Weleda. Ich hoffe, ihr erkennt das. Ist nicht zu dunkel. Die Lichtverhältnisse sind ein bisschen. Ich würde sagen, er ist eigentlich durchsichtig. Er hat zwar Farbe dran, aber wenn man ihn dann verschmiert, würde einfach ja, ein Hauch von Rosé, aber den man gar nicht wahrnimmt. Ich finde den sehr, sehr schön. Ist eine getönte Lippenpflege hinterlässt einen zarten Glanz und Schutz. Ja, das tut's und ich finde ich echt durchaus gut. Also die kann ich euch auch ans Herz legen, die mal ausprobieren, wenn ihr eben Naturkosmetik mögt. Meine ist zwar schon abgelaufen dieses Jahr, aber ich denke, dass ich ihn diesen Jahr vielleicht noch schaffe aufzubrauchen. Und ja, ich bin nicht so der Lippenpflegetyp, muss ich ehrlich sagen. Ich bin eher jemand, der gerne Lippenstift dann einfach drauf trägt und fertig. Ich nehme mir mal das Geschmiere ab. Dann gucke ich mal, was ich noch so aus der Kiste habe. Vielleicht Terp-Produkte und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 5 und ein kleines Scheißerchen als Primer. Ihr seht, ich habe hier den, nein, das seht ihr nicht. Das ist Smashbox Photo Finish Primerizer. Ich muss sagen, mir hat vor allen Dingen der Duft irgendwie so gut gefallen und auch die Konsistenz, es war so ein bisschen schleimig. So schleimig flüssig und es hat mir unheimlich den Teint verschönert. Ich hatte das Gefühl, das war wie eine unheimlich schöne Feuchtigkeitscreme und ich könnte mir durchaus vorstellen, das kleine Scheißerchen mal mitzubestellen irgendwo. Weil es fand ich echt gut. Also falls ich das irgendwo mal ergeiern sollte, würde ich es mir tatsächlich nachbestellen. Weil es hatte das Gefühl von Serum. Ein bisschen, ich würde sagen, minimal beppig jetzt so auf der Hand. Aber hat einfach die Foundation länger haltbar gemacht und sah einfach unheimlich frisch aus. Es hat irgendwas mit meinem Hautbild gemacht, ohne dass es Farbe hat. Wisst ihr, was ich meine? Es sah toll aus. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und würde ich durchaus nachkaufen. Dann kommen wir zum Love. Love Lights heißt der Illuminating Primer. So sieht das Ganze aus. Ich hoffe, ihr erkennt das. Ja. Das hat eine getönte Konsistenz, ist ein bisschen fester. Also definitiv fester als der Primerizer. Und ich hoffe, ihr seht das. Das ist so leicht illuminierend. Ich würde sagen, es hat keine Glitzerpartikel. Ich habe das noch nie in der Drogerie. Ich habe auch nicht in der Drogerie danach gesucht. Ich finde das unheimlich schön. Ich hoffe, ihr kennt das noch. Ja, gibt ein. Riecht ganz, ganz angenehm. Riecht so, ja, blumig frisch. Noch extremer als der Primerizer. Wobei der Primerizer eher in die Richtung geht als neutral. Aber der riecht sehr, sehr blumig. Hinterlässt einen frischen Kick. Also so ein frisches Aussehen und gefällt mir wunderbar. Ich muss ein Tuch nehmen. Geht gar nicht anders da. Das ist fast unmöglich, ne? Kein Tuch zu nehmen. So, dann habe ich noch den Prime Mattifying Pore Minimizer Primer Black Clay von Essence. Den fand ich sehr, sehr angenehm. Der hat ein, ja, ich würde schon sagen, fast austrocknendes Finish. Den habe ich jetzt in meiner T-Zone benutzt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Am Anfang hat man dann echt das Gefühl, es ist, riecht sogar nach Putzmittel, finde ich ja. Oder ist das jetzt mein. Nee, riecht nach Putzmittel und hinterlässt einfach ein mattes Finish. Also ich finde nicht, dass da irgendwas glänzt. Es bebt auch ein bisschen. Dadurch konnte das Make-up besser halten. Hat mir sehr gut gefallen. Könnte ich mir sogar vorstellen, nachzukaufen. Aber ist ja noch voll, ne? Also ihr müsst nicht denken, dass ich jetzt hier alles nachkaufe, sondern ich benutze jetzt erstmal die Dinger und ja, und brauche sie dann auf. Dann auch, was mir gut gefallen hat von Essence, ist dieses hier. Das ist Essence Brit Tea Illuminating Base. Ich fand das unheimlich schön. Das hat so ein Peach-Tint. Und ich glaube, das ist eher was für mich ist, weil ich halt eben so orangig bin.
und hat einen leichten, ja, Glow hinterlassen, ohne, also wirklich ohne Glitzerpartikel, ohne, das sah einfach frisch aus. Und das hat mir super gut gefallen und ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn es nochmal so einen peachigen Primer gibt, der einfach illuminieren soll, der ein bisschen Feuchtigkeit spenden soll, nachzukaufen. Hat leider, also was heißt leider, ich bin immer ganz froh, wenn die Produkte eigentlich keinen Lichtschutzfaktor haben, weil ich sie doch nicht gut vertrage. Also ich merke das auch an meiner Haut. Die bilden sich dann einfach unter Lagerung, ist einfach zu speckig. Dann haben wir von Catrice aus der Pure Radiance Glow Riser LE. Das war mal so eine LE, die hat ganz, ganz tolle Highlighter gehabt. Vielleicht erinnert ihr euch. Sowas habe ich auch von Love. Das ist einfach, ja, ich würde sagen, ein Serum mit Kügel drin. Da sind tatsächlich so grobe Glitzerpartikel manchmal vorhanden. Aber im Endeffekt hat das ein ganz, ganz leicht illuminierendes. Ist eher sowas wie der Primerizer, eher sowas Glitschiges, was mir auch sehr gut gefallen hat und einfach Feuchtigkeit gespendet hat. Es tat einfach gut, das Ding zu benutzen. Also, ja, fand ich ganz okay, würde ich mir jetzt aber nicht nachkaufen, selbst wenn es das geben würde. Ich sehe einfach keinen Effekt. Und es ist auch eher sowas Mattes. Also, obwohl es glowing ist, hinterlässt es vielleicht ein paar Partikel, aber nicht, dass die Haut so strahlt, sondern einfach, es fängt an zu beppen. Ist ein Serum. Ist vielleicht für fettige Häutlein was. Also ich habe jetzt damit nicht unbedingt nachgeglänzt wie noch was. Was ich euch auch ans Herz legen könnte, wenn man, wenn es jemanden interessiert, ich würde es nicht an den heißen Tagen, dafür ist es mir zu schwer. Es riecht unglaublich gut. Ich weiß es nicht, es riecht irgendwie nach etwas Leckerem. Das ist auch wie ein Honigprimer. Schaut mal, dieses Geschmier. Also es ist sehr interessant, auf jeden Fall. So sieht es aus. Und hinterlässt eigentlich nur ein bäppiges Gefühl. Hinterlässt ein bäppiges Gefühl, dass die Foundation gut hebt, dass man ein bisschen Feuchtigkeit hat, aber nicht unbedingt, dass man, ja, man glänzt nicht davon. Also es hinterlässt keine großartigen Partikel. Auch da fliegen ein paar Partikel rum. Ich hatte jetzt aber auch keine auf meinem Gesicht entdeckt, von daher, ja. Könnte ich euch empfehlen, ja, für Leute, die gerne wollen, dass das Make-up ein bisschen länger hält, durchaus möglich, weil es bleibt einfach, ne? Also wenn ihr einen Primer haben wollt, der die Foundation zusammenhält, sind so bäppige Dinger eigentlich gar nicht mal so schlecht. Achso, ich mache direkt eigentlich weiter mit Foundation. So. Foundation habe ich einmal die BB Cream von Garnier getestet. Die fand ich auch richtig gut. Ich swatche sie euch auch mal. Sie ist auch hell. Also sie, da steht hell drauf und sie ist auch hell. Sie ist verdammt ergiebig. Es ist eigentlich keine BB Cream, wie ich finde. Also ich kenne BB Creams, die durchaus furchtbar sind. Also eigentlich alle, bis auf die hier. Die finde ich echt gut. Ich hatte davon noch ein Tübchen. Ich glaube, ich habe es weitergegeben, weil ich einfach nicht glaube, dass ich so viele Foundations aufbrauchen kann. Und es ist super lieb gewesen und sowas. Die Sunny hatte mir das schon zugeschickt. Ich fand es richtig cool. Aber ich habe gedacht, nee, komm, sei realistisch. Sei einfach ein einziges Mal wenigstens realistisch. So sieht die Foundation-Farbe aus. Relativ hell. Und auch gar nicht so orange-stichig. Also sie oxidiert schon leicht, aber sie passt sich schon dem Hautton an. Riecht einfach wie Garnier Gesichtspflege. Und ich mochte sie richtig gerne. Und vielleicht auch an heißen Tagen. Ich muss mal ausprobieren. Ich hatte sie vor kurzem erst benutzt. Da war es noch nicht so heiß. Werde ich mir jetzt aber auch für die Woche, denke ich, mal rauslegen, wenn die Foundation von Essence leer ist. Dann habe ich eine Kiko Gold Wears Fluid Foundation. Ich mag diese leichten Texturen in den Tübchen eigentlich am liebsten. Mir wäre es lieber gewesen, es wäre, das ist die 01 und es war hell. Jetzt swatche ich euch trotzdem nochmal dran. Ich finde, das hat so einen leichten. Dann swatche ich euch noch als drittes die Trended Up Insta Ready Öl-Free Make-up. Das sehr dunkel ist, die 04, nee, 030. Und dann habe ich total tolerieren. Von La Roche, ich kann es nicht aussprechen. Ja, ich hoffe, ihr seht das, was es ist. Ich hoffe, ihr seht das wenigstens. Das sind drei verschiedene Konsistenzen, kann man sagen. Garnier ist ultra flüssig.
Dann kommt eher so eine etwas festere. Dann kommt etwas flüssig fest. Ich wische es euch mal so runter und dann kommt Mousse. Ich muss sagen, das Mousse hat mich am allermeisten begeistert. Und auch das Kiko. Ich weiß es nicht, ob ich Trended Up im Sommer benutzen kann, weil 0,30 ist halt echt verdammt dunkel. Und geht auch in diese rötliche Richtung. Also es geht gar nicht so. Es Mousse Make-up von La Roche-Posay. Posay hat mir super gut gefallen von der Konsistenz. Es ließ sich perfekt auftragen. Es hat einfach ein wunderbares Finish gegeben, was ich mir absolut gut vorstellen kann, nachzukaufen, weil ich es einfach echt gefeiert habe. Die Kiko Foundation fand ich auch richtig toll. Die sieht so aus. Ja, fand ich auch richtig gut. Was ich nicht so ganz. Ja, diese 030 Trended Up Foundation ist halt echt matt gewesen. Ja. Ölfrei. Ja. Aber sie hat so eine cremig-gelige Konsistenz. Also eher so was Festeres, würde ich schon sagen. Wenn ich so drüber gehe, ist es nicht so ölfrei. Also es fühlt sich nicht ölfrei an, soll aber ölfrei sein. Und das Mousse Make-up hat sich unglaublich schön auf mein Gesicht verteilt. Also hätte ich aber trockene Haut, hätte sie sich wahrscheinlich reingefressen. Dadurch, dass es ja schon Richtung Sommer ging und ich es benutzt habe, ging das. Aber alle vier Foundations bleiben bei mir sozusagen, sogar die BB Cream. Ich habe noch eine Review, die ich demnächst abgeben würde, wenn das Körbchen jetzt leer ist. Ich habe, wie gesagt, ich teste immer und gebe dann mal meinen Senf dazu. Genau, so mache ich das. Dann sammle ich kurz mal meine Tarte-Produkte ein. Sind auch ganz, ganz schön viele, muss ich euch sagen. Gar nicht so wenig. Fangen wir mal an mit den Creme-Geschichten. Zum einen habe ich den Hoola Stick benutzt. Das ist ein Creme-Bronzer, was ich richtig gut fand. Der hat eine schöne Farbe, tolle Größe, sage ich mal, um ihn auszuprobieren. Ist nicht zu wenig und nicht zu viel, dass man sagt, boah, nee, ich möchte den auf jeden Fall weiterhin benutzen und auch platt machen. Vielleicht kriegt es die Drogerie auch mal hin, so eine Konsistenz zu holen. Die ist sehr, sehr cremig und doch irgendwie, also ließ sich super verblenden und die darauf folgenden Produkte haben sich auch gut ausblenden lassen. Das ist Hoola Quickie Contour Stick. So sieht die Farbe aus. Es ist eher so ein bisschen aschig und ein bisschen orange. Also perfekt eigentlich zum Bronzen, also zum Auffrischen richtig, richtig gut und habe ich echt gefeiert. Mochte ich richtig, richtig gerne. Dann habe ich ein Love Blush Dewy Gel Blush in der Farbnuance 010 Darking Pink. Eine wunderschöne, wunderschöne Farbe. Ich würde sagen, es ist wirklich so ein schönes, richtiges Kneif. Ich kneife dir in den Wangenrosa. Wirklich, aber geht schon fast ins Peachige. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Mochte ich nicht so. Es hat mir einfach dieses. Ich mag es nicht zu sehr so, als hätte mich eben jemand in die Ölspur. Dieses Dewy. Dewy ist für mich ganz oft. Ich öle sehr schnell nach. Ich brauche nicht so Dewy, ihr seht. Ich öle auch jetzt wieder nach. Ich brauche Dewy nicht so oft. Wie manch anderer vielleicht, der eine trockene Haut hat. Deswegen war das Stick nichts für mich. Den werde ich jetzt aussortieren. Wow. Etwas, was ich aussortiere. Dann habe ich ein Becca Bronzer, nee, Quatsch, Highlighter und Blush getestet. Amethyst Flashed Georgie Light Chest Highlighter for Face and Eyes. So sieht das Ganze aus. Die Farbe ist sehr interessant. Ich musste, er ist mir leider hingefallen. Ich habe ihn zweimal benutzt, dann ist er mir hingefallen. Und leider ist er dann so zerbröckelt, dass ich ihn neu pressen musste. Hat aber ganz gut funktioniert. Die Farbe ist einfach unheimlich schön. Ich hoffe, ihr erkennt das, wenn ich so mache.
Dann leuchtet es manchmal blau und genau das ist es. Das sieht so schön aus. Ich kann das absolut euch empfehlen, wenn ihr sowas schon immer haben wolltet. Das ist so ein, ja, Altrosé mit bläulichem Schimmer. Und ein bisschen Gold vielleicht dabei, aber es sieht ganz, ganz toll aus. Auf den Wangen habe ich echt gefeiert und mochte ich wirklich sehr, sehr gerne. Dann habe ich von Golden Rose was. Ich finde. Nee. Das ist eine Farbe, die ich wahrscheinlich gar nicht so oft tragen kann. War mir zu gut pigmentiert. Schaut mal. Eine schöne Bronze, rosa, Kupfer, weiß was ich Geschichte. In der Farbnuance Terracotta war mir einfach zu dunkel. Ich sah einfach sehr, sehr overblushed aus. Ich sah einfach too much aus. War nichts für mich. Ja. So sieht die Farbe auf jeden Fall aus. Sortiere ich auch aus. Ich denke, dass es unmöglich ist bei so einem hellen Teint. Ich habe schon keinen ganz hellen, aber es sieht schon sehr danach aus. Wie gesagt, es schmeichelt nicht meinen Teint. Es sieht einfach zu dunkel aus. Es gefällt mir einfach nicht. Deswegen habe ich es gelassen. Ist es für dich, Muckel? Dann P2 Finishing Powder Face. Ha? Das Finishing Powder von P2 war ganz in Ordnung. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass es mich so arg grün macht. Es ist ja eher so ein grünes Anti-Redness Ding. Green-Neutralisierer. So sieht das Ganze aus. Und ja, war auch schon gut benutzt. Das werde ich, denke ich, auch leer machen, weil ich es gar nicht so schlecht fand. Aber ja, nachkaufen würde ich mir eh nicht, was P2 A nicht gibt und B braucht kein grünes Puder. Dann habe ich von Max Factor was benutzt und das hat mich sehr überrascht. Bei Ellen Beatrix. Das habe ich schon sehr lange. Es passt auch zu meinem Hautton, obwohl das 06 Gulden ist. Und Gulden, also ich bin eher so der gelbe Typ, aber nicht Minion. Es hat sehr, sehr gut gepasst, vor allen Dingen, wenn ich eine helle Foundation trage. Ich finde das Puder sehr, sehr fein. Also es hinterlässt so ein richtig schönes Finish auf der Haut. Hat mir sehr gut gefallen und könnte ich mir auch vorstellen, weiterhin zu benutzen. Deswegen bleibt das. Dann habe ich Hollywood Bronze and Glow. Die Palette fand ich unheimlich schön. Ich habe sie jetzt wieder. Ich hatte sie mal aussortiert gehabt, habe sie auch weitergeleitet und jetzt kam sie wieder an. Ich finde das einfach wunderschön. Diesen Bronzer vor allen Dingen. Ich finde, er hinterlässt einen wunderschönen Glow, ohne zu viel zu sein. Ich schwitze gerade unheimlich. Ich schminke mich auch gleich wieder ab. Ja, wie gesagt, hat einfach ein tolles Finish hinterlassen, hat mir super gut gefallen und kann ich mir auch vorstellen, weiterhin zu benutzen. Deswegen darf es bleiben. Das heißt übrigens Hollywood Bronze and Glow. Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Dann haben wir Love Light Parisma Illuminator in Dazzle Bronze. Oh. Wow, was für ein Glow. Und so glowt ihr auch, wenn ihr den drauf habt. Schaut mal. Das sieht einfach unheimlich gut aus. Natürlich, wenn ich so viel. Das Problem ist, man muss schon irgendwie so einen fester gebundenen Pinsel nehmen, weil das ein Cremeprodukt ist. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Aber wenn man es dann aufträgt, sieht es einfach geil aus. Es sieht einfach geil aus. Ich feiere diesen Sommer-Touch wirklich sehr. Den lebe ich auch aus, ja. Mag ich super gerne, kann ich euch einfach ans Herz legen, wenn ihr Love noch habt oder irgendwo in Kleiderkreisel euch angucken könnt. Die gibt es unter 5 Euro bis 5 Euro noch zu haben. Fand ich richtig schön und liebe ich. Liebe ich. Es ist wirklich eine Liebe, die gleich kaputt geht, die Liebe. Dann hat mich auch überrascht, positiv überrascht, muss ich sagen, das hier. Das ist Strobing Palette von Rival de Lupe. Ich habe sie immer wieder angeguckt und habe sie dann liegen gelassen. Vor allen Dingen dieser Champagnerton und den Blush habe ich benutzt. Den fand ich auch richtig, richtig schön. Das sind die zwei Farben. Und ich swatch euch mal. Das sind diese Tönchen hier. Ich muss sagen, es ist ein wunderschöner Highlight, den wir auch einfach austesten können. Ne? Zusammen mal. Auch mit dem Pinsel. Ich finde, das ist so ein Alltags-Highlighter, der schon aber auf die Kacke haut.
Ich sehe keinen groben Glitzer, um ehrlich zu sein. Also das kann ich euch schon mal sagen. Es ist einfach ein Champagnerton. Es ist ein helles Champagner, was unheimlich schön ist. Ich kann euch auf jeden Fall die Strobing-Palette ans Herz legen. Jo, kann ich machen. Dann habe ich. Dann habe ich für euch noch von PS was. Ein Konturkit. Es ist auch sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut von den Farben, vom Packaging auch. Ich mag zwar immer, wenn ich was sehe, was da drin ist, weil ich einfach ein Schlotri bin. Diese Palette werde ich mir auch aufheben. Das ist eine super Konturier-Bronzer Alltagspalette von Smashbox. Gibt es ja auch sowas. Und ich finde sie unheimlich praktisch. Die Farben lassen sich gut ineinander verblenden, auch im Gesicht. Sieht nicht fleckig aus. Gefällt mir sehr gut. Und ich habe auch lieber die hier, so kleinere, sag ich mal, wie eine zu große Palette von NYX. Ja, dann habe ich von Bare Minerals ein Puder. Das ist eine, ja, Foundation. Ja, gleich. Ich guck mal, wo sie sind. Das ist von Bare Minerals R-Ready 20 Foundation. Ja, das ist auch eher so ein Puder, was eine sehr, sehr hohe Deckkraft hat. Also wenn ich was abpudern möchte, so richtig abpudern möchte, dann könnte ich mir vorstellen, die zu benutzen. Denn da hat man wirklich gar nichts von. Ich weiß es nicht, ob ich es mir nachkaufen würde. Zurzeit kann ich mir gut vorstellen, es zu benutzen, aber jetzt nicht ja, nachzukaufen. Dann habe ich noch ein Puder von LCN, was ein richtig geiler Bronzer ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Huch. Das ist von der Miss Piggy. Hat eine geile Farbe, wenn man das zusammenmischt. So einen richtig aschigen Ton. Aber nicht zu aschig. Und ja, gefällt mir auch richtig gut, behalte ich auch. Würdest du es bitte lassen, Nikoscha? Bitte, Schatz. Das muss jetzt echt nicht sein. Dann haben wir noch drei, vier. Ich liebe dich auch. Von Avon, das ist. Ja, aber nicht. Von Avon, ein Blush, was ich richtig, richtig schön finde. Ein Blush und Bronzer. Ich mag aber, wenn man das zusammenmischt, dann ergibt das ein schönes Nude. Ja, aber bitte nicht in die Ohren reinmachen. Das ist das hier. Das ist das da. Peach and Contour. Finde ich richtig gut. Kann ich einfach gut verwenden. Ich finde die Umverpackung ein bisschen unpraktisch. Aber an sich das Produkt da drinne finde ich richtig gut. Doch, das ist eine tolle Palettchen. Dann habe ich noch das Pure Powder von Maybelline, das ich sehr mattierend fand. Es gibt zwar nicht so viel Produkt ab, aber das, was es dann abgibt, das mattiert und es mattiert auch etwas länger. Also, vielleicht könnt ihr das sehen. Das ist vielleicht zum Blotten gar nicht mal so schlecht, weil es eben kaum Farbe abgibt. Also, ihr seht vielleicht, wie unspeckig ich gleich werde, weil einfach dieses Puder ja so intensiv abmattiert. Ohne großartig. Es ist auch transparent und es finde ich echt gut. Also, es finde ich wirklich gut. Dann habe ich einen Bronzer, den ich wahrscheinlich aussortieren werde, weil er mir von der Farbe her nicht so ganz zugesagt hat. Er war mir einfach zu darkening. Es war mir einfach zu dunkel und hat einfach viele, viele Glitzerpartikel gehabt. Genau, das war. Er war gar nicht so dunkel, aber die Glitzerpartikel, ich glaube, das sieht man ganz gut, haben sich im ganzen Gesicht verteilt. Das mag ich nicht so, deswegen darf der gehen. Der war übrigens von Models O, Co. So sieht er aus. Von der Verpackung finde ich ihn gut, weil er schön klein ist. Da ist nicht so viel Produkt drin, 3,6 Gramm und es reicht ewig. Ja, dann habe ich noch ein Glow-Produkt, was mir auch too much ist. Das werde ich auch weitergeben. Das ist das hier. Das ist so ein Kupfergold. Ja, ich würde schon sagen, eher so ein gerostetes Gold irgendwie. Wobei es ist einfach geil. Ne? Es hat einfach Wumms. Diese LE war einfach wumsig. So sieht es aus. Schwierig. Ich habe das von Love, das reicht mir, das werde ich weitergeben. Es war von Essence aus der. Es war die 01. Vielleicht könnt ihr das erkennen. Ja, es ist mir einfach aus dieser Glow LE einfach zu viel. Kommt weg. Dann, was mich auch richtig positiv überrascht hat, war dieses Love at First Blush von Sob and Glory. Es hat einfach mir sehr, sehr gut gefallen, als ich es benutzt habe. Das hat so einen schönen Tag gegeben. So sieht es aus. Das ist auch mein Ringfinger.
Und das swatche ich euch dahin. Das ist für mich einfach Blush Highlighter in einem. Und sieht richtig geil aus. Es sieht einfach so, ach, hi, ich bin, hi, irgendwie so frisch und ja, einfach geil aus. Es sieht einfach geil aus. Punkt. Dann habe ich zwei Paletten noch. Einmal von Make-Up Revolution. Von dieser Tante hier, das hatte ich ja geschenkt gekriegt von der lieben Kati, sind auch tolle Sachen drin. Ja, ich werde sie weitergeben, ich werde sie nicht benutzen, ja, weil es einfach für mich nicht viel Sinn macht, so eine große Palette aufzuheben. Tolle Farben auf jeden Fall, auch das hier gefällt mir sehr gut als Blush zum Beispiel. So peachig, mattes Peaching, das habe ich benutzt als Highlighter. Die Highlighter sind echt klasse. Schaut mal, also die haben wirklich Strahlekraft. Da Blending des Todes ist gar nichts wahrscheinlich dagegen. Sie strahlen wirklich, ich werde es aber nicht benutzen. Deswegen darf die gerne an jemand anderes weitergehen. Deswegen wollte ich das unbedingt jetzt abdrehen. Dann habe ich Blushing in Bali und die kann ich euch absolut empfehlen. Denn da sind drei Blushes drin und drei Highlighter, ein Bronzer, je nachdem wie ihr es sehen wollt. Diese Reihe, natürlich die 5 habe ich schon benutzt, der ist hier ungerührt. Am liebsten benutze ich die hier in Kombination, alleine. Auch die sind hammermäßig pigmentiert. Schaut mal, es ist so, so geil. So eine Leuchtkraft. Und auch das Blush hier, vor allen Dingen das in der Mitte, es ist ein richtig schöner Orange. Ein Mandarin-Look, ein Mandarin-Look. Sieht richtig geil aus. Kann man natürlich auch alles als Lidschatten benutzen und. Ich liebe diese Palette, kann ich euch absolut ans Herz legen. Hat eine tolle Größe, hat einen relativ großen Spiegel und ich liebe sie. Bleibt auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht mal, wohin ich swatchen soll. Ich habe keine Swatch-Tücher mehr. Es nervt mich, es nervt mich. Dann habe ich hier so Around-Dinger. Ein Lidschatten kann ich euch noch anbieten. Ja. Smashbox Full Exposure. Ist ein ganz, ganz dezenter, süßer Lidschatten-Duo. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wobei es sehr gut pigmentiert ist. Also das mal davon abgesehen. Tolles mit Nehmteil. Wirklich zack, zack, Lidstrich und fertig. Habe ich richtig geliebt. Wird auch immer ein Kit, glaube ich, in die Was-to-go-Kit wandern, falls ich Bock habe. Diesen Glitzerton kann ich mir super auf den Augenlidern vorstellen, so wie ich es hatte. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe ihn. Genau, ich liebe ihn. Dann habe ich von Lotte London ein Stamping Liner. Ja, die Spitze ist cool. Diese spitze Seite ist mir aber auch ein bisschen zu breit. Ich muss immer aufpassen, ich werde halt sehr, sehr schnell breit. Ja, es ist mir einfach, ich bevorzuge lieber den dünneren Stift. Und dann haben wir noch den Stamping-Teil. Das ist das Interessante, benutze ich gar nicht, weil ich den Winkel nicht treffe, ja. Ich habe immer das Problem, das sieht komisch aus, ja. Du musst wirklich bereit sein, den Winkel überhaupt zu treffen, damit beide Augen gleich sind. Dann schminke ich mir lieber oder schmiere ich mir lieber. Kontrollieren. Genau, kann ich selbst kontrollieren und gefällt mir lieber. Deswegen. Dann habe ich von P2 Eyebrow Styling Gel. Das hat eine mega kleine Bürste. Ist mir noch nie so davor aufgefallen. Ich feiere die Farbe. Gefällt mir das Styling Gel. Die Bürste vor allen Dingen. Ich habe eins von Essence. Aber ich glaube, die Bürste von Essence ist etwas größer, wenn ich mich nicht irre. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut, ist schön aschig. Schade, dass es nicht gibt, ist die 010. Hat mir sehr gut gefallen in den Tagen, wo ich es getestet habe. Dann habe ich noch genau das hier. Das da kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen. Das ist von Revlon, ein Color Stay Brow Tint. Sieht aus wie ein Liquid Liner, ist aber ein Augenbrauenstift. Ich kann es mir so vorstellen, wenn man keine Augenbrauen hat. Aber wenn man Augenbrauen hat, verklebt das Ganze. Ich weiß es nicht. Mir hat es irgendwie nicht so zugesagt. Keine Ahnung. Und es hat auch nicht tagelang gefärbt, sondern es war einfach nur für diesen Moment. Und ja, war die Farbe. Ich habe mich nicht so wohl damit gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Deswegen verschwindet der.
Dann habe ich noch einen Push-Up-Liner von Benefit. Den werde ich jetzt versuchen aufzubrauchen. Ich fand die Idee gar nicht mal so schlecht. Das hat hier so ein bewegliches Applikator. Und damit Lidstrich zu ziehen. Vor allen Dingen im Sommertagen ziehe ich mir nur hinten ein bisschen Verdichtungskranz, mehr nicht. Das Problem ist, es verklebt dann vorne, wenn man es benutzt hat. Und da bleibt sehr viel Produkt, zum Beispiel das ist jetzt vom letzten Mal noch hängen geblieben. Und dann gibt das so ein bisschen Schmiererei. Das finde ich nicht so gut und ich würde mir tatsächlich den nicht nochmal nachkaufen. Schön, dass ich ihn testen durfte, aber das war's auch, ja. Das war's. Das ist dieser Push-Up-Liner, weil das schmiert mir. Auf einmal hatte ich das in den Haaren, im Gesicht. Ich hatte das einfach überall. Und er hinterlässt einfach zu viel Produkt überall und nee. Also so an sich, coole Sache, ja. Für den schnellen, wenn man den Trick dann mal raus hat, aber so an sich, nee. Lieber Finger weglassen. Dann absoluter Top-Produkt ist Essence Color Intensifying Eyeshadow Base. Kann ich euch absolut ins Herz legen. Habe ich jetzt gerade nachgekauft. Ist auch wieder in Verwendung, weil ich finde, einfach für die heißen Sommertage ist es das Optimale. Wir hatten 30 Grad, 35 Grad, ich habe keine Ahnung. 100 Grad im Schatten. Mir ist nichts gecreased. Ich war draußen, nichts gecreased. Alles da, wo es sein soll. Perfekt. Dann haben wir von zu Eva so ein Typchen. Ich habe auch, glaube ich, ein Typchen schon weitergegeben. Ich hatte sie mir doppelt gekauft, weil ich sie gut fand. Aber irgendwie hat sie bei mir ständig gecreased. So wie die Eye Foundation von Essence. Dann hat es aber dann doch wieder funktioniert. Das ist so ein Kandidat, wenn es doch wieder kühler wird. Also Essence für die heißen Tage und zu Eva Matt Base für die kühleren Tage. Dann haben wir von Revlon ein Update-Stift. Ja, ich bin eigentlich nicht so der Fan. Ich brauche das eigentlich nicht. Es ist immer nett, eins da zu haben, ja. Aber bei eins bleibt es dann oftmals nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Update-Stift habe. Ich werde den weitergeben. Ich habe genug Pötte. Das ist nichts für mich in der 003. Ich werde es einfach. Ich habe zu wenig Pickel, um. Ist gut, aber für Update-Stifte braucht man halt nur mal irgendwie Pickel oder Unreinheiten. Ich habe jetzt hier ein Oshi und Unterlagerung, aber die kann ich nicht abdecken, das wird nur schlimmer. Dann von Catrice den Liquid Coverage. Ich wollte euch zeigen, dass ich damit oftmals eine Cut Crease gezogen habe. Man kann damit nämlich auch sehr präzise umgehen und es hat, ja, es funktioniert. Werde ich dafür aufbrauchen, werde ich mir nicht nachkaufen. Ich finde, man kriegt einfach für das Geld nicht genug Produkt. Hier ist nämlich 2,5 Milliliter und ich glaube, die Camouflage hat 5. Also doppelt so viel und kostet gleich. Ich verabschiede mich. Das war's jetzt. Fertig mit der Review. Ich sage.